Ich bin Dr. Richard Fagott und ich möchte auf diesem Wege einige Worte übermitteln. Wir stecken derzeit alle hier in Israel, wie auch überall rund um den Globus, in einer seit einem Jahrhundert nicht dagewesenen Krise. In den eigenen vier Wänden eingesperrt, beraubt der gewohnten Bewegungsfreiheit, während nach und nach der Reiseverkehr stillgelegt wird und mehrere Länder ihre Grenzen sperren, ist es vielen Menschen guten Willens leider unmöglich geworden, dieses 75. Jubiläum der Befreiung von einem noch viel schrecklicheren Übel gemeinsam zu feiern und gesinnlich daran zu erinnern. Wenn aber auch derzeit wieder Grenzen zwischen Staaten gesperrt werden, so sind die Völker der Welt doch gemeinsam bemüht, der ernsten Bedrohung der Gesundheit, des Lebens und des Wohlstands mit vereinten Kräften und in internationaler Zusammenarbeit zu begegnen. In der Zeit der Nazi-Ideologie war es anders. Hass und brutale Unterdrückung anderer Völker und auch Andersdenkender war das Gesetz und der Brauch. Es ist wichtig, an diese dunklen Zeiten des Terrors und des unsagbaren Horrors zu erinnern. Als jemand, dem es im kindlichen Alter als Opfer der Diskriminierung und als Häftling einige Konzentrationslager in Brandenburg nur dank einer Reihe an wundergrenzenden Zufällen gelang, diese Hölle zu überleben, möchte ich den Veranstaltern dieser Feierlichkeiten, die ihnen gebührende Hochachtung für ihre unermüdlichen Bemühungen, zumindest auf diesem Wege aussprechen, diese Gräuelzeiten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und die zunehmend drohende Gefahr ihrer Wiederkehr zu mindern.